Also, hallo zusammen nochmal. Ich begrüße Marvin ganz herzlich zur PK vor dem Spiel am Samstag gegen Schalke 04. Von mir vorab die Info, dass es jetzt aktuell noch 500 Tickets gibt für das Spiel, vor allen Dingen in Kategorie 1 und 2. Aber ich hoffe, dass die eben jetzt in den letzten 2 Tagen dann auch noch verkauft werden. Und ganz wichtig, haben wir gestern auch eine Meldung schon rausgegeben. Es gibt am Samstag eine Baustelle auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße zwischen der Ausfahrt der B17 und dem unteren Talweg. Da ist jeweils in beide Fahrtrichtungen nur eine Spur verfügbar und deswegen gehen wir davon aus, dass es natürlich zu Verzögerungen kommen kann. Bitten die Fans eben, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder mit dem Fahrrad zu kommen und das Auto möglichst stehen zu lassen. Zu Hause stehen zu lassen. Gut, herzlichen Dank dafür schon mal. Dann darf ich gleich die Fragerunde an Marvin eröffnen. Wer mag beginnen? Wolfi. Marvin, Weinzierl hat vorhin gesagt in der Pressekonferenz, er hat zwischendrin mal losen Kontakt noch zu einigen Spielern. Bist du auch dabei zunächst schon mal und wie sehr, was erwartest du von dem Spiel gegen Schalke am Samstag? Ja, wir hatten in der Sommerpause mal kurz Kontakt. Das war ja alles ein bisschen stressig. Das haben glaube ich, alle mitgekriegt. Die Saison war dann zu Ende und es war noch nicht sicher, was passiert. Da hat man kurz Kontakt gehabt und ja, wir erwarten ein sehr schweres Spiel, einen sehr guten Gegner, der bis jetzt nicht so gut gestartet ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber wie gesagt, es wird sicher ein sehr schweres Spiel für uns. Kannst du dieses ganze Mediale ausblenden, wenn es heißt Schuster gegen Weinzierl? Ja, ich habe bis jetzt noch nichts davon mitgekriegt. Weil du keine Zeitung liest oder weil es einfach dich damit nicht beschäftigst? Ja, es hat sicher damit zu tun, dass ich nicht allzu viel Zeitung lese und dass ich zu Hause ganz gut abgelenkt bin und mich hier auf die Arbeit mit dem FC Augsburg konzentriere. Aber es ist schon ein besonderes Duell, das auf jeden Fall. Ja, es ist sicher nicht alltäglich, dass ein Trainer, der 4 Jahre erfolgreich gearbeitet hat, dann gleich auch zu Hause, also auswärts, früher in seinem Zuhause, dann mit dem neuen Verein antreten muss. Ich denke, das gibt es nicht so oft und deshalb ist es sicher auch etwas Spezielles, vor allem, aber natürlich auch für euch. Du warst jetzt unter der Woche bei der Schweizer Nationalmannschaft, hast da auch Embolo quasi hautnah miterlebt. Wir haben damals im Trainingslager auch schon gesprochen über ihn. Hat der sich nochmal weiterentwickelt, beziehungsweise was kannst du über ihn sagen? Ist er immer noch die Granate, die du damals angekündigt hast, dass er was Besonderes hat? Ja, der hat schon was Besonderes. Deshalb wurde, glaube ich, meiner Meinung nach auch zu Recht so viel Geld für ihn bezahlt, weil er etwas hat, was man nicht trainieren kann, was man nicht lernen kann. Und der ist ein richtig guter Spieler, sehr schneller Spieler, robuster Spieler, der auch mal etwas machen kann, was der Gegner nicht ganz so erwartet. Und deshalb müssen wir hellwach sein. Der hat aber im Training nicht gegen dich getroffen. Im Training jetzt die letzten Tage, nee, hat er nicht. Das bleibt auch bis Samstag so. Hoffen wir es. Marvin, du hast gesagt, dass es vielleicht für uns von der Presse ein spezielles Spiel ist, Schuster gegen Weinzierl. Aber ist es nicht auch für dich ein zumindest besonderes Spiel? Er war ja ein wichtiger Trainer in deiner Karriere, Markus Weinzierl. Ja, das ist schon speziell, wenn dann der Trainer plötzlich auf der gegnerischen Seite ist. Aber das Ding ist ja, man konzentriert sich total aufs Spiel. Es geht um den FC Augsburg, es geht gegen Schalke 04. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, sobald er auf dem Platz steht, irgendwie das Gefühl hat, es geht Schuster gegen Weinzierl. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bei mir sicher nicht der Fall. Beide sind in einer Situation, wo es noch um viel geht. Ich denke, wir sind ordentlich gestartet, mehr aber auch nicht. Und Schalke ist natürlich gar nicht zufrieden. Deshalb wird es sicher ein sehr interessantes Spiel. Und da geht es wirklich nur um Augsburg gegen Schalke.
Wie betrachtest du denn rückwirkend dieses ganze Theater um diesen Wechsel? Das ging ja nicht ein paar Tage, sondern es ging ja Wochen, vielleicht sogar Monate lang. Ich fand, das war auch zum Schluss dann eher unwürdig. Der Markus wollte sich ja Samstag dann verabschieden, durfte nicht. Wie betrachtest du diese ganze Situation rückblickend? Ja, ich habe das damals schon gesagt. Wir hatten das Glück, dass wir noch mitten im Abstiegskampf standen und wir Spieler keine Zeit hatten, sich um dieses Thema zu kümmern. Und ich habe mich dann auch danach nicht groß um das gekümmert, weil das Sachen sind, die ein Spieler nicht beeinflussen kann. Das ist nicht die Aufgabe von einem Spieler, sich Gedanken über den Trainer zu machen, sondern er muss das machen, was der Trainer ihm sagt und das umsetzen. Und es ist nun so gekommen, dass der Trainer gewechselt ist. Wir haben mit ihm tolle Jahre gehabt, aber wir haben auch jetzt wieder richtig guten Trainer dazugekriegt. Und jetzt wollen wir den Erfolg oder beziehungsweise den Weg, den wir gehabt haben, nicht so weitergehen. Wie glaubst du denn, dass er da begrüßt wird von den Fans am Samstag? Ich glaube, es gibt keinen Grund, ihn nicht freundlich zu begrüßen. Wie gesagt, wir hatten 4 Jahre, die richtig gut waren. Er hat jeden Tag alles gegeben für den Verein. Er hat sich dann so entschieden, dass er etwas Neues machen will, was meiner Meinung nach im Fußball nicht ganz so abnormal ist, sondern dass das halt einfach dazugehört. Ich denke, auch im normalen Berufsleben gibt es viele, die sich verändern wollen, die sich vielleicht verbessern wollen, die sich vielleicht dann irgendwann auch mal verschlechtern. Das ist einfach in der heutigen Zeit völlig normal. Man strebt nach etwas, man versucht sich persönlich immer weiterzuentwickeln und deshalb muss man das akzeptieren. Und ich denke trotzdem, dass die Fans das auch so akzeptieren und ihn dann auch gut empfangen werden. Obwohl ich denke, dass sich die Fans dann schlussendlich doch mehr um uns kümmern und nicht um Markus Weinzierl. Kennt euch Markus Weinzierl vielleicht auch zu gut jetzt am Samstag beim Spiel? Es wäre ein schlechtes Zeichen für uns, wenn er uns nicht gut kennen würde. Also das ist, glaube ich, völlig normal, dass er uns gut kennt. Aber ja, das spielt ja keine Rolle, weil die Spieler, beziehungsweise die Schalke-Spieler, die kennen uns nicht so gut. Und das, was er alles weiß über uns, das kann er in der kurzen Zeit ihnen sicher nicht beibringen, beziehungsweise verraten alles. Dann stelle ich die sehr beliebte Frage, wie viel steckt denn noch von Markus in dieser Mannschaft? Wie sehr habt ihr euch weiterentwickelt jetzt in den letzten Monaten? Das ist auch immer schwer zu sagen. Jeder Trainer hat seine Vorstellung. Ich denke schon, dass wir unser Spiel verändert haben, dass trotzdem die Spieler noch die gleichen sind, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, es war ja nicht nur Markus Weinzierl in den letzten Jahren, sondern es war ja auch Stefan Reuter, der Präsident, die den Weg vorangegangen sind. Und deshalb ist ja nicht alles verloren gegangen. Und wir haben sicher auch das ein oder andere beibehalten. Und ja, wie gesagt, wir haben uns weiterentwickelt. Und ich denke, das ist auch ganz gut so, dass man ein paar neue Sachen reingebracht hat. Und das wollen wir am Samstag dann zeigen. Gibt es noch eine Frage, Dennis? Ja, ich überlege noch. Nee, es ist ja nicht nur die Rückkehr auch von Weinzierl, sondern auch von Baba zum Beispiel. Über den hat man noch gar nicht gesprochen. Hast du mit dem seit seinem Wechsel von vor 1,5, 2 Jahren auch schon nochmal Kontakt gehabt oder sowas? Oder freut man sich bei denen besonders, dass man ihn wieder sieht nach so langer Zeit dann? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen Kontakt mehr mit ihm, aber es ist schon so, dass man sich auf ihn freut, weil er wirklich ein richtig guter Junge war und ja, einen riesen Weg gemacht hat. Da kann man, glaube ich, auch stolz sein als Verein, dass ein Spieler dann die Möglichkeit hat, zu einem Verein wie Chelsea zu wechseln und danach nach Schalke gehen kann. Darauf, wie gesagt, freuen wir uns, ihn zu sehen, weil er ein Top-Profi ist und ja, mit ihm, weil wir mit ihm auch eine erfolgreiche Zeit hatten. Aber in 90 Minuten ist die Freundschaft vorbei. Das ist völlig klar, ja. Okay, dann wechseln wir und holen den Trainer.